Und herzlich willkommen zurück! Euer Rubbel Kaiser ist wieder am Start zu Pokémon vs. Rubbellose. Und zwar, wir haben hier zwei 5-Euro-Lose und zwei 5-Euro-Blister quasi. Wir haben hier vier Booster gegen zwei Löschen. Also die Lose müssen anziehen, weil die Booster werden einiges reißen. Vermute ich mal. Oder könnten einiges reißen. Booster sind fast im Nachteil, weil, wie gesagt, vier Stück gegen zwei. Chancen sind da. Das ist ein bisschen zwischenplastik. Jo. Codes gehen an euch. Also falls ihr Codes braucht. Von Pokémon-Karten. Das Format eignet sich sehr gut, um Codes zu grabben. So. Wir haben hier wunderschönen vier Boosterlein. Und ich glaube, wir fangen erst mit zwei Boostern an und dann einen los und dann machen wir so weiter. Gehen wir ein bisschen rein in das wunderschöne Boostchen. Und fangen mit einem Slimer an. Code für euch natürlich. 1, 2, 3, 4. Bin gespannt, ob wir was ziehen werden. Eine Wasserenergie. Ein seltenes Fossil, ein Vegeta, ein Soda Cheetah. Geil um mio. Ein Slimer. Ein Klick. Picolente, die geile Ente, sagt man dazu. Ein Voltilam. Ein Paras. Ein Stolunio. Und ein Mimigna. Ja. Das war wohl nichts in diesem Booster. Schade. Nächstes Booster. Bull können wir auch später zurechnen. Wir haben Clash der Rebellen, müsste das sein. Genau. Code. 1, 2, 3, 4. Wir suchen einen Hit. Psychoenergie. Navitaub. Fandra. Luxio. Tusselgo. Unra Dytox, ein Natu, ein Schneebedeck, ein Raffel, ein Pilipper und ein Trapfelholo. Jo. Einen Apfel, 30 Cent. Mittlerweile sind wir ungefähr bei 1 Euro. Bulk angerechnet. Codekarten leider nicht. Ungefähr bei 1 Euro. Gut. Die Pokémon-Booster mit 1 Euro ungefähr vorgelegt oder 2. Je nachdem, wie man sieht. Mehr ist aber nicht drin als 2 Euro in den Dingern. Kann ich jetzt schon sagen. Vielleicht kann ich ja unsere super 25 fetten Jahre-Löschen was reisen. Wer weiß das schon. Die 5. Die 5. Die 15.000. Die 500. Die 500. Die 15. 25, die 5 auf jeden Fall schon mal. Also, da müssen die Pokémon Booster jetzt aber anzählen. Sonne, Boot, Sonne. Spiel Nummer 2, die 10. 25 Jahre, die 5. 15, die 25 Jahre. 5000, ja. Also, wir fangen mit einem Hit an. Von 5 Euro. Ist jetzt nicht viel. Also habe ich glaube gar nicht ganz richtig auf der Cam gehabt. Egal. Es bleibt trotzdem bei 5 Euro. Und gucken gleich im zweiten Los nach, was denn die Pokémon-Karten reißen müssten, um überhaupt gewinnen zu können. Haben wir ja vielleicht hier nochmal 5 Euro. Man weiß das ja nie. Diese lose Serie ist ein bisschen merkwürdig. Was mir aufgefallen ist. Deswegen suchen wir nochmal vielleicht dreimal den gleichen Betrag, dreimal das gleiche Symbolchen. Nein. 25 Jahre, 25 Jahre, die 5, die 15, die 10 und die 15. Nö, aber ist wie eine reguläre Niete. Nach diesem Los eine Niete. Ja, moin. Da haben wir jetzt einen Vorsprung von 5 Euro.
So, ob die Pokémon-Karten noch was reißen werden? Wir werden es gleich sehen. 5 Euro müssen wir machen, also mindestens. Naja, Glurak VMAX und brauchen wir nicht mal mindestens sagen, dann ist es ist schon vorbei. So, Codekarte für euch. Krabbel die Krabbel. 1, 2, 3, 4. Bin gespannt, ob wir das schaffen werden. Oder die Pokémon-Karten das schaffen werden. Eine vertraute Glacke. Eine Roast Tower oder den Roast Tower. Frupaila. Eine Frubbel. Ein Frubbel. Ein Snubbel. Metall. Ein Skoppel auf Koks. Paras. Ein Venoflibis. In Reverse. Und ein Donarion. Ich weiß aber nicht den aktuellen Kartenwert. Ich weiß, dass sie gut spielbar ist. Aber das muss ja nichts heißen. Je öfters die Karte vorhanden oder gezogen wird, umso geringer ist auch der Preis. Spielbar hin oder her. Aber es ist eine gute Karte. Muss ich echt mal nachgucken. Ich werde es auch einblenden. Ungefähr. Ein Boosterchen haben wir noch. Wenn wir hier einen Rainbow Boss rausziehen oder überhaupt eine Rainbow oder eine Goldkarte, könnte schon was reißen. Donarian ist schwer zu sagen jetzt, ob das schon gecatcht ist oder noch nicht. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Donarian wird so eine 4-Euro-Karte sein oder so. I don't know. Feuerenergie. Ein Skerbon. Ein Anziehungsnetz. Ein Morpeko im Wasserrad. Ein Toxel. Ein Pranzl. Ein Paragoni. Ein Wingull. Ein Nasknet. Ein Raupi in Reverse und ein Riffex. Jetzt wird's aber interessant. Ich werde es euch hier unten einblenden, was die Karten wert sind. Den Bulk können wir mit einem Euro rechnen. Also mit Codekarten, die ihr schon natürlich abgecrapped habt, deswegen eigentlich nicht mehr wert sind. Aber. Aber das passt schon so. Ja, es schaut schwer aus. Also könnte auch ein Unentschieden sein. Ich weiß nicht, was die zwei Code-Dings sind. Das sind ungefähr 30 Cent. Ein Drapfel, Holo. Riffix 2 Euro vielleicht. Das vielleicht auch 3 Euro. Schaut sehr gut für die Pokémon-Karten aus. Man weiß es nicht. Aber ich werde es euch unten einblenden, wann auch immer das Video kommt. Pokémon-Karten-Bundle-Preise sind ja stark. Deswegen mal schauen. Und nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren. Euer Rubbelkaiser ist raus und ab zur Endcard.